Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der FIFA 16 Team Rating Prediction. Wir sind wieder am Start. Heute geht es um den VfL Wolfsburg, wie wir bereits im Titel sehen können, den Supercup-Gewinner, der dank Lord Bendtner, dank dem einzig wahren besten Weltfußballer, den Titel quasi erringen konnte. Nach 87 Minuten der Ausgleich und im Elfmeterschießen der wunderbar verwandelte Elfmeter von unserem Lieblingsdänen, der denen den Titel gebracht hat und die Bayern mal wieder geärgert hat. Und Pep, ja, der zum dritten Mal hintereinander keinen Supercup gewinnen konnte. So kann es laufen. Heute soll es anders laufen. Heute soll es nämlich mit guten Ratings laufen. Wolfsburg letzte Saison Zweiter gewesen, vollkommen verdient, haben eine klasse Saison gespielt und das sollte sich im Idealfall auch auf die Ratings ausschlagen, die die Spieler nächstes Jahr bekommen werden. Wenn es euch gefällt, beziehungsweise wenn ihr mit den Ratings einverstanden seid, lasst einen Daumen nach oben da, auch wenn es euch allgemein gefällt. Schreibt natürlich gerne eure Meinung in die Kommentare, welche Spieler sollten welches Rating bekommen. Mache ich da irgendwelche Fehler? Soll ich das irgendwie anders machen? Könnt auf jeden Fall mal reinschreiben, würde mich auf jeden Fall interessieren. Und dann würde ich sagen, schnacken wir nicht viel länger drum rum. Videobeschreibung, wisst ihr Bescheid, Rainer on Instagram, Facebook, Twitter und auch Amazon einfach mal vorbeischauen und kommen jetzt direkt zum ersten Teil der Team-Rating-Prognose, und zwar zu den Torhütern. Da haben wir einmal Diego Benaglio, Kun Castells und Max Grün. Benaglio eine sehr gute Saison gespielt, 81er-Rating wäre für ihn wohl angemessen, ist an sich auf dem Level etwas vielleicht über Zieler und gerade weil er halt auch in der Champions League spielt, denke ich mal, wäre das eine gute Alternative. Mit Castells haben sie dann mit dem 71er-Rating noch eine gute junge Option daneben, der auf jeden Fall viel Potenzial hat, und wenn Benaglio irgendwann mal wechseln sollte oder aufhören sollte, könnte der auf jeden Fall den Nummer 1-Spot übernehmen, weil Castells wirklich sehr viel Talent und auch in allen sich ja einfach sehr großer Spieler ist, der aber trotzdem in einer gewissen Art und Weise geschmeidig wirkt. Zumindest kommt mir das so vor. Also der kann irgendwie alles und ist auch schnell in den Ecken meistens, hat man auch mal Elfmeterschießen gesehen, ist fußballerisch relativ versiert und von daher denke ich mal, diese Karte sollte nicht zu viel widerspiegeln von seinem eigentlichen Potenzial, denn wenn Benaglio irgendwann aufhören sollte, wäre Castells auf jeden Fall, denke ich mal, ziemlich guter Nachfolger. Max Grün, 70er Rating, wie gesagt, ist der dritte Keeper und ich denke mal, das ist ja schon seit Jahren und da braucht man nicht mehr viel drüber verlieren, der wird immer der dritte Keeper bleiben, weil er einfach nicht an diese beiden ersten rankommt. Aber Benaglio 81 und Castells mit 71 sind doch, denke ich mal, ganz in Ordnung, auf jeden Fall kann man das dann so stehen lassen. Damit kommen wir jetzt direkt mal weiter zur Defensive und da haben wir auf der ersten Seite Naldo 83, Rodriguez 82, Vierinha mit 78, Marcel Schäfer 76 und Christian? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall Trash mit 76 ebenfalls. Naldo, sehr, sehr gute Saison gespielt, außergewöhnlich viele Informs bekommen dieses Jahr, ein Team of the Season auch dazu, ein Upgrade im Winter auf 81 und ich denke mal 83 wäre das Rating, was der, vielleicht jetzt ja auch Deutsche, wir müssen mal schauen, wie das nächstes Jahr wird. Er ist ja jetzt von der Staatsbürgerschaft der Deutscher, er ist aber natürlich auch brasilianisch, mal sehen, wie er das handhaben wird. Auf jeden Fall hätte er das 83 Rating verdient, auch wenn er mittlerweile relativ alt ist, hat er eine extrem geile Saison gespielt, das soll sich auf den Rating widerschlagen und ich denke mal 83 wäre da auf jeden Fall in Ordnung. Rodriguez ebenfalls eine sehr, sehr gute Saison gespielt, verdient auch nochmal ein Upgrade um 2 Punkte auf 82, ist glaube ich ein oder zwei jetzt unter Alaba, ich denke mal, das ist noch in Ordnung, ist auf jeden Fall ein richtig guter, gerade in der Defensive vielleicht nochmal sogar ein bisschen stärker als Alaba und auch so ein Allrounder, der halt auch offensiv sehr viel drauf hat, von daher auf jeden Fall eine nice Karte, müssen wir mal schauen, wie das sich entwickeln wird, die Außenverteidiger allgemein nicht mit so hohen Ratings, von daher denke ich mal Rodriguez ganz angemessen. Vierinha 78, das liegt daran, dass sein Defending nicht so hoch ist mit 68, aber definitiv höher als letztes Jahr und sieht nach einer sehr, sehr geilen Karte aus. Mit Forster Skills Rechtsverteidiger wäre der richtig, richtig nice. Also 83 Tempo, 85 Dribbling und 68 Defending, 67 Füße geht auch auf jeden Fall noch klar. Als Außenverteidiger reicht sowieso meistens Pace, von daher auf jeden Fall eine richtig geile Karte, wenn es so kommen sollte. Und Schäfer und Trash, muss man nicht viel zu sagen, da ändert sich nicht sonderlich viel. Schäfer ja, nachdem er quasi von seiner Verletzung wiedergekommen ist, sehr, sehr stark gespielt teilweise und dementsprechend mit einer sehr, sehr nice Karte für die nächste Saison. Wir kommen zum zweiten Teil der Defensive und der sieht ehrlich gesagt auch gar nicht mal so schlecht aus, wenn man sich die einzelnen Spieler so anguckt. Da haben wir einmal Robin Knoche mit 78, Klose mit 74, Sprenger mit 60 und Jung mit 76. Zu Jung brauche ich auch nichts sagen, das ist genauso wie bei Trash, einfach das gleiche Rating wie letztes Jahr, 77 Tempo, 75 Defending. Mal sehen, ob er zu Frankfurt zurückkehrt, weil er jetzt nicht so eine erfolgreiche Saison gehabt, gerade bei Wolfsburg, wo jetzt Vierinha halt auf der Rechtsverteidigerposition gespielt hat, weil Perisic ins Mittelfeld gegangen ist und links halt Schürrle theoretisch gewesen wäre, beziehungsweise Caligiuri, der ja extrem stark gespielt hat. Müssen wir mal schauen, auf jeden Fall denke ich, dass entweder Trash oder Jung noch gehen werden. Ich vermute, dass das eher Jung sein wird, weil Trash ja schon relativ lange dabei ist, kam dann von Stuttgart und ich weiß gar nicht wann, aber ist ja auch vollkommen egal. Von daher mal schauen, wie sich das Ganze mit Jung und Trash entwickeln wird. Sprenger dann, ja, hat bisher noch nichts gezeigt in der Bundesliga, deswegen 60er Rating als Bronzespieler. Tim Klose ist ja jetzt mittlerweile an Knoche wieder vorbeigerückt. Ich persönlich sehe Knoche aber trotzdem stärker. Klose zwar sehr souverän und natürlich auch schon erfahren, aber trotzdem nicht ganz so gut wie der junge U21. Bin mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall U-Nationalspieler in der Theorie noch. Vielleicht ist auch mittlerweile auch schon A-Nationalspieler. Bin mir gar nicht so sicher. Auf jeden Fall hat der ein 78er Rating. Neben dem 74er Rating von Klose sieht das Ganze gut aus. 70 Tempo, 79 Defending, 74 Physis bei Klose, 76 Defending, 75 Physis. Sieht auf jeden Fall beides ziemlich nice aus. Können wir uns darauf freuen. Ich hoffe, dass diese beiden Karten nächstes Jahr einigermaßen spielbar sein werden. Gerade im Karrieremodus haben wir
mit Knochen eine sehr gute Alternative. Mit Klose eventuell nicht so, weil er relativ alt ist, aber der sieht für Ultimate Team ganz interessant aus, abgesehen vom Tempo. Dafür hat er Größe, müssen wir mal schauen, wie sich das Ganze so entwickeln wird. Ob er eventuell sogar ein bisschen schneller wird, das wäre natürlich nochmal ein ganzes Stückchen nicer, wenn man damit mehr anfangen könnte, als mit einem 51er Tempo. Ich denke mal, das sollte uns ja allen klar sein. Wir kommen zum Mittelfeld, auch da mal sehr interessante Spieler, und zwar zum einen haben wir da Luis Gustavo mit einem 83er Rating, Schürrle 80, Perisic, ja auch 80, De Bruyne 85 und Maxi Arnold mit 76. Gustavo, ja, eine sehr gute Saison gespielt, ist der Abräumer im zentraldefensiven Mittelfeld zusammen mit Joshua Gilavogi gewesen, nachdem Malanda auch tragisch gestorben ist, hat er persönlich für mich noch stärker gespielt, hat noch mehr gezeigt, wie wichtig er für die Mannschaft ist. 75 Tempo, 75 Dribbling, 84 Defending, 84 Physis, sieht nach Werten aus, die auf jeden Fall für ihn angebracht werden. Er ist einer der besten Sechser in der Liga und das sollte dementsprechend auch im Rating niederschlagen. Schürrle 80 Rating, minus 2 im Rating, hat ein bisschen abgebaut, nachdem er von Chelsea gewechselt ist. Hat nicht ganz überzeugt, hat nicht die Leistung gebracht, die man eventuell erwartet hätte, aber Caligiuri hat das ja quasi aufgefangen und von daher war das jetzt nicht so schlimm, aber man muss sich auf jeden Fall wieder ranklotzen, um ja, sich wieder zu bessern und wieder auf sein altes Level zurückzukommen. Dementsprechend das 80er Rating für ihn mit ein paar kleinen Downgrades, die aber nicht so gravierend ausfallen, weil die Ratings halt, die kannst du nicht wirklich runternehmen, weil er immer noch einen geilen Schuss, er muss es halt nur abrufen. Perisic 80 geht ein bisschen hoch, wird auch selten, 81 Tempo, 82 Shooting und 79 Dribbling. Mal sehen, ob der überhaupt da bleibt. Er ist ja in Kontakt mit Inter Mailand, da müssen wir mal schauen, ob der tatsächlich dahin geht oder ob er bei Wolfsburg bleibt. An sich sieht die Karte trotzdem sehr nice aus mit Forsters Game of Heister Weakfoot, genauso wie Kevin De Bruyne. Der ist ja der beste Spieler der Bundesliga gewesen. Letzte Saison wurde zumindest dazu gewählt. Dementsprechend seine Werte habe ich in der Prediction selber, wo ich ihm predigt habe, auch was zu gesagt. Und Maxi Arnold, ja, sieht in Ordnung aus, die Karte. Er ist ein sehr talentierter Spieler. Mal sehen, wie viel Einsatzzeit er diese Saison bekommen wird. Und dementsprechend könnten wir auch im Winter eventuell ein Upgrade erwarten, beziehungsweise im Karrieremodus eine sehr, sehr geile Karte, die der gute Arnold da hat. Wollen wir zum zentralen Mittelfeld Nummer 2, beziehungsweise zum Mittelfeld Nummer 2. Und da haben wir zum ersten, ja, Joshua Gilavogi, Gilavogi, Paul Seguin, Aaron Hunt und, ja, Daniel Caligiuri. Gut, oder ist Marco Caligiuri? Ich weiß gar nicht, welcher das ist. Auf jeden Fall Caligiuri. Gilavogi hat eine sehr gute Saison gespielt. Schade, dass er noch ausgeliehen ist von Atletico. Ich hoffe, die Wölfe können ihn irgendwie fest verpflichten, weil der ist ein richtig guter Sechser. Der wird sich noch extrem weiterentwickeln, ist noch extrem jung und wird ein Superspieler werden. Bin mir relativ sicher, hat extrem stark gespielt schon diese Saison. Auch nach dem Tod von Malanda, den ich gerade schon angesprochen habe, hat er sich extrem reingeklotzt, ist immer besser geworden. Das Tor gegen Bremen dann irgendwann gemacht, sein erstes Tor war das zumindest, glaube ich. Und sieht einfach extrem stark aus. Oder was, gegen Hamburg? Gegen irgendwas Nordisches auf jeden Fall. Sieht auf jeden Fall so dir extrem stark aus, die Karte. Ich kann wieder nicht reden, aber egal. 71 Tempo, 78 Defending, 81 Physis, 71 Passen, 70 Dribbling und 64 Shooting. Ist in Ordnung. 64 Shooting sollte eventuell noch ein bisschen niedriger sein, weil er jetzt nicht so den starken Abschluss hat, nicht so der beste Schütze ist, aber gut. Seguin genauso wie bei Sprenger kann man wenig zu sagen. Aaron Hunt hat extrem abgebaut, war nicht besonders stark, war halt ein Reservist bei Wolfsburg, nachdem er ja von Bremen weg wollte und nicht so wirklich gewollt wurde, ist er zu Wolfsburg gegangen. Und naja, was soll man sagen, da hat er sich nicht wirklich gut präsentieren können, einfach weil die anderen Wölfe zu stark waren. Caligiuri, die 77 ist vielleicht sogar noch ein bisschen niedriger, 78 oder so wäre angemessen, vielleicht auch eine seltene Karte. Der hat extrem stark gespielt in der Rückrunde, scheint auch in der Vorbereitung sehr stark zu sein. Von daher können wir uns da auf jeden Fall auf einen guten Spieler freuen mit Forster Skills. 84 Tempo, 82 Dribbling, ist so ein bisschen die günstigere Alternative zu Reus auf der linken Seite zusammen mit Schürrle. Sieht sehr, sehr stark aus und ich denke mal, der wird nächste Saison auch wieder richtig, richtig gut spielen. Auch wenn er eventuell No-Name ist, der hat richtig stark performt und ich denke mal, der wird dementsprechend auch mit Einsatzzeiten belohnt werden. Wir kommen zum Sturm, da haben wir zum einen Bas Dost natürlich mit einem 77er Rating, Max Kruse 79 und den Lord mit einem 75er Rating. Gut, wir fangen an bei Max Kruse, ist der Transfer von Borussia Mönchengladbach, der Königstransfer der Wolfsburger so gesehen, hat glaube ich 12 Millionen gekostet oder sowas. Ich persönlich halte ja nicht so viel von Kruse, muss ich ganz ehrlich sagen, allerdings hat er bei Gladbach extrem stark gespielt, war der quasi wichtigste Spieler in der Offensive zusammen mit Raphael und Patrick Herrmann natürlich, auch wenn die natürlich alle in gewisser Weise ihre Wichtigkeit da vorne hatten, aber egal. 75 Tempo, 80 Dribbling, 78 Shooting und 78 Passen, 73 Physis für ihn. Sieht an sich nach einer starken Karte aus. Wie gesagt, ich halte nicht so viel von ihm wie eventuell andere. Ich halte ihn für überbewertet, aber ich hoffe natürlich trotzdem, dass der Kollege sich gut schlagen wird nächste Saison bei den Wölfen. Eventuell Dost quasi jetzt verdrängt, dass der auf die Insel wechselt. Ich mag Dost ja nicht wirklich, aber trotzdem 77er Rating. Für mich persönlich überbewertet am Ende der Saison gewesen. Er hat viele Tore gemacht, er hat jedes Spiel quasi getroffen, aber trotzdem braucht er einfach, der ist einfach ein Stürmer, der kann den Ball ins Tor bringen, aber mehr kann der nicht, der weiß, wo er stehen muss und so weiter und so fort, das ist schön und gut, aber an sich, wenn er nicht bedient wird und wenn er nicht gerade wirklich quasi alles vorgelegt bekommt, dann ist er meistens nicht so gut, teilweise auch schöne Pässe gespielt, trotzdem 53 passen. Ich persönlich denke, dass es eine quasi, ja, One-Time-Saison war, ein One-Time-Wonder war und dass er nächste Saison was habe ich denn da gerade gesagt? Egal, dass auf jeden Fall nächste Saison ein bisschen abbauen wird und dementsprechend das 77er Rating. Könnt ihr mir gerne in den Kommentaren schreiben, vielleicht haltet ihr was anderes von Dost, aber ich persönlich bin da nicht so extrem Fan von dem Typen, auch wenn er ganz sympathisch wirkt, aber naja, ist nicht mein Spieler. Der Lord ist dann hingegen mein Spieler. Ihr wisst ja, ich habe das Trikot hier mit vollem Stolz rumliegen, hat es leider nicht mit dem Urlaub, als er den Supercup quasi für die Wölfe gewonnen hat, aber trotzdem sehr, sehr geiler Spieler. Nächstes Jahr, ja, 65er Rating, 65 Tempo, 70 Dribbling, 76 Shooting, 75 Physis. Ich denke mal,
mal, auch wenn ich die Ratings vor dem Supercup gemacht habe, dass der Lord nicht Silber werden wird. Das wird sich EA nicht erlauben. Er ist an sich auch ein guter Stürmer. Er muss sich halt nur reinhauen, er muss ranklotzen, er muss quasi wollen und dann geht das. Auch in der dänischen Nationalmannschaft funktioniert es ja auch. Dementsprechend denke ich, dass Bendtner auf jeden Fall gute Chancen hat diese Saison, wenn er sich richtig reinhängt. Hat ja auch im Supercup quasi nochmal bewiesen, er braucht nicht unbedingt die mega viel Zeit und Tore zu machen, beziehungsweise um sein Tor zu machen. Hat ja bisher 6 Tore für Wolfsburg gemacht, alles als Joker. Eventuell wird er diese Saison ja nochmal ein bisschen stärker, hat sich eingewöhnt in Wolfsburg und in der Bundesliga und wird dann hoffentlich mehr Einsatzzeit bekommen. Ansonsten kann er gerne zu Hannover kommen, ich nehme den gerne, auch wenn natürlich dafür viele 96-Fans Duffner oder die Vereinsführung hassen würden, aber ich würde es feiern und von daher mal schauen, was mit dem passiert. Ich hoffe auf jeden Fall, er bleibt in der Bundesliga, denn dann kann ich ihn öfter sehen und er bleibt uns quasi erhalten. Gut, das war's von dieser Episode, ich hoffe, es hat gefallen, wenn ihr lasst einen Daumen nach oben da, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare und wir sind dann beim nächsten Mal wieder mit dem nächsten Team. Jetzt könnt ihr auch wieder gerne in die Kommentare abstimmen, welches Team ihr als nächstes sehen möchtet, denn meine vorproduzierten Videos sind vorbei und ja, dann würde ich sagen, haut in die Kommentare, welches Team ihr jetzt nicht sehen möchtet. Like den Top-Kommentar, beziehungsweise den Kommentar, der euch am besten gefällt. Also euer Team quasi hoch. Und der mit den meisten Upvotes wird in der nächsten Episode drankommen. Bis dann. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Haut rein. Und ciao. Drei bis dann. Na, egal.